Wir befinden uns hier oben auf dem Promsberg, oberhalb von Spangenberg. Ein Gelände, das dann für die Anlage des Heldenhaines etwas planiert wurde, um die Anlage anzulegen und die nach der Idee der sogenannten Heldenhaine gestaltet wurde. Diese Heldenhaine sahen vor, dass für jeden Gefallenen ein Baum gepflanzt wird. Hier hat man sich dann für Linden entschieden, also für jeden Gefallenen wurde eine Linde gepflanzt, insgesamt 58. Und die wurden so ausgerichtet, dass das Ganze im Grundriss einem Kirchenschiff ähnelt. Mein Name ist Gerd Fenner, ich bin Kunsthistoriker und habe mich auch natürlich immer wieder mit der Geschichte meiner Familie beschäftigt, die ja dann auch von den großen Ereignissen im Kleinen betroffen worden ist, wie alle Familien. 1984 war eben das 70-jährige Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkrieges. Ich habe damals mit meiner Großtante Clotilde, die Schwester meines Großvaters, mich über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs unterhalten, und zwar konkret, wie es in Spangenberg abgelaufen ist, diese Ereignisse. Ich wollte gern wissen, wie das angefangen hat in so einer kleinen Stadt. Meine Großtante Clotilde Pfalz, geborene Fenner, war damals, 1984, 94 Jahre alt. Sie ist in Spangenberg geboren, in Spangenberg aufgewachsen und hat bis fast zu ihrem Tode hier gelebt, war zuletzt in einem Altersheim in Melsungen, wo sie dann mit 103 Jahren verstorben ist. Sie hat ein sehr gutes Gedächtnis und konnte sich an sehr viele Details und Einzelheiten erinnern, wie ja oft alte Menschen. Und bei Beginn des Weltkrieges war meine Großtante Clotilde zu Hause. Damals war sie 24 Jahre alt. Und da haben wir einfach festgehalten, wie es dann genau am 1. August 1914 begonnen hat. Ja, aber ich wollte mich so mit dir mal 70 Jahre zurückversetzen. Mhm. 1914, das ist ja jetzt ziemlich genau 70 Jahre her, dass der Krieg ausgebrochen war. Ja, war ich in Spangenberg. Da haben wir so rumgestanden, nicht, und gehorcht, ja, läutet auf die Bekanntmachung. Nicht, mittags um, also die Erklärung war, glaube ich, noch nicht ganz raus. Aber es lag in der Luft. Es lag in der Luft und ich stand auf der Veranda und wir haben nun auf die Straße gehorcht und auf die Glocken, das Glockengeläut, das Signal eben, wann wird es denn nun wirklich losgehen oder nicht? Und dann setzten die Glocken ein. Wurde das denn auch dann noch bekannt gegeben? Ja, verlesen oder? Das ist Krieg, rief da die ganze Bevölkerung. Und waren die Leute in Spangenberg denn so, in dem Sinne, wie man es noch oft liest und hört, begeistert, dass jetzt Krieg war? Sicher, wenn wieder ein Gefecht gewesen oder eine Schlacht gewesen war, dann waren sie begeistert. Ne? Und es war doch allen klar, dass wir den Krieg gewinnen. Wie 1870 auch. Ja. Das war allen klar. Ja. Wenigstens so den Leuten, die wenig oder gar nichts von der eigentlichen Politik verstanden. Dass wir siechten, das war sicher. Und was war da für eine Begeisterung? Mein Großvater war als Architekt, der aus einem Baugeschäft kam und dessen Vater auch Steinmetz war, wo auch Grabsteine gemacht wurden, schon immer mit dieser Thematik auch in gewissem Umfang befasst. Und die Idee zu den Heldenhainen kam ja zu Beginn des Ersten Weltkrieges auf. Das war ein bezeichnenderweise Gartenbaudirektor in Berlin, Willy Lange, der die Idee der Heldenhaine entwickelt hat. Das wurde dann schon während des Ersten Weltkrieges in Fachkreisen und auch darüber hinaus sehr intensiv diskutiert und wurde bekannt, diese Idee, und fand sehr viel Anklang. Die Idee, dass man eben mit Natur, also mit Bäumen, an die Opfer des Krieges erinnert. Und ich denke, dass mein Großvater, da er auch im Ersten Weltkrieg als Pionieroffizier Kriegerfriedhöfe in den Kriegsgebieten angelegt hat, mit Denkmälern auch, dass er mit diesen Gedanken dort in Verbindung gekommen ist. Es gibt ein Indiz dafür, dass er das schon im Krieg sich damit auseinandergesetzt hat. Es gibt nämlich eine Postkarte,
Die zeigt so eine Aufnahme von Spangenberg. Und auf dieser Karte hat er hier oben auf dem Gelände des Bromsberges, wo wir ja gerade sind, etwas eingezeichnet, was eben wie so eine monumentale Baumgruppe aussieht und was man als die Idee zu einem Heldenhain ansehen könnte. Und auf dieser Karte hat er hinten vermerkt, diese Karte hat in meiner Brieftasche den ganzen Krieg mitgemacht. Mit meiner Großtante Clotilde habe ich mich dann auch über ihre Brüder und ihren Einsatz im Ersten Weltkrieg unterhalten. Es gab ja ihren Bruder Theobald, also meinen Großvater, und dann noch einen jüngeren Bruder Ferdinand und einen dritten Bruder, der aber in Amerika war, aber sehr gerne, wie viele ausgewanderte Deutsche, nach Deutschland zurückgekommen wäre, um sein Vaterland zu verteidigen. Aber wir haben viel über den Ferdinand, den jüngeren Bruder, gesprochen, der offenbar ein netter Mensch war, 1888 geboren und beruflich Aktuar beim Amtsgericht in Gelnhausen und später in Kassel. Er gehörte zum Infanterieregiment Nummer 83, das ist also das traditionelle Kasseler Infanterieregiment. Dort hat er dann seinen Wehrdienst abgeleistet und die Reserveübungen gemacht. Und im Rahmen dieser Übung wurde er dann eben zum Vizefeldwebel befördert. Sie nannten ihn immer Ferdi, so ist er für mich auch im Gedächtnis, der Ferdi, was der gemacht hat und erlebt hat und sein Schicksal. Und der Ferdi, der muss schon da gewesen sein, denn die Grete, seine Braut damals, war da. Die hat natürlich, wir waren die da alle in Aufregung, die hat dauernd geweint. Und da haben die beiden, weiß ich genau, haben im Wohnzimmer am Sofa gesessen. Und da sagt der Ferdi, ja, aber Grete, nun beruhige dich doch, denk, überleg doch mal. Es war 70 ein großer Krieg. Und da sind 3 von 100 gefallen. Nun muss ich doch nicht gerade unter denen sein. Die Gestaltungsidee, die dann mein Großvater hier entwickelt hat, war abgeleitet von einem Kirchenschiff, wobei die Bäume, die Säulen bilden sollten. An einen Kirchenraum erinnert dann auch die Platzierung des Gedenksteines, der im Grunde die Position des Altares aufnimmt, auf dem hier auch eine Inschrift angebracht wurde, die Stadt Spangenberg ihren gefallenen Söhnen. Dieser Gedenkstein ist dann auch in besonderer Form gestaltet, ein Block, auf dem oben dann Steine so gesetzt sind, dass man die Idee einer Opferschale haben könnte, dass also der oberste Stein wie eine Opferschale wirken sollte. Das griff auf andere Denkmäler zurück, wo man tatsächlich solche Opferschalen oben angebracht hat, wo dann auch Feuer bei bestimmten Anlässen entfacht wurde, was hier aber nicht der Fall war. Er hat auch eine Kriegstrauung gemacht. Also die letzte Nacht war er in Kassel. Die Eltern haben die Gretel die Nacht eingeschlossen, sind gar nicht, keine Stunde allein zusammen gewesen. Und den anderen 9, da sind sie in Kassel um, ich glaube, 11 Uhr vormittags getraut. Und gleich nach dem Mittagessen musste er und ist nicht nochmal nach Spangenberg gekommen, musste es gleich an die Bahn für fortmelden. Herr Ferdinand, er hat dann in den folgenden Wochen sehr viel geschrieben, meistens Postkarten, wie hier eben aus Breisach, wo er dann schreibt, Neu-Breisach, 3.8.14, liebe alle, bin heute Morgen wohlbehalten hier angekommen und der 7. Kompanie Infanterieregiment 172 zugeteilt worden. Habt ihr etwas von Theo gehört? Also das ist die Frage nach seinem Bruder. Die Frage kommt oft in den Schreiben. Herzliche Grüße und Küsse, euer Ferdinand. Oder eine nächste Karte vom 11. August 1914. Liebe alle, habe gestern im Gefecht südlich Colmar in Artillerie- und Infanteriefeuer die Feuertaufe bekommen. Ich bin, Gott sei Dank, gänzlich unverletzt geblieben.
Ich habe vorhin die Feldpostzüge gesehen. Hoffentlich bringen sie mir die ersten Grüße aus der Heimat. Mit 1000 herzlichen Grüßen. Diese Karten kamen dann eben sehr oft und dann Anfang September plötzlich kamen keine Karten mehr. Was natürlich dazu geführt hat, dass sich seine Eltern und seine Familie Sorgen gemacht hat und ihm dann Karten geschickt hat mit der Frage, was denn nun los sei. Ja, in dieser Karte hatte zunächst die Mutter geschrieben, ich lese das mal kurz vor, ein paar Sätze. Lieber Ferdi, warum sieht und hört man nichts mehr von euch? Deine letzte Karte von dem 2. und von Theo vom 6. September. Ihr wisst doch, mit welcher Sehnsucht man auf ein Lebenszeichen von euch wartet. Ich will nicht hoffen, dass du krank oder gar verwundet bist. Wie lange wird das Blutvergießen noch dauern? Und wie manches Opfer wird es noch kosten? Diese Karte kam dann zurück unter etwas merkwürdigen Umständen. Sie wurde meiner Großtante von einem Ortsgendarmen übergeben. An einem Morgen, weiß ich doch genau, da kam der Gendarm, hatte die Postkarte in der Hand, wo drauf gefallen stand, einfach so quer rüber gefallen. Das war alles. Und dann haben sie ein Gefecht gehabt und dann haben sie das Dorf geräumt, hatten die Franzosen wohl zurückgeschlagen, oder wie es war, jedenfalls haben sie das Dorf geräumt und haben nach Verwundeten eben noch gesucht und sind sie zu dritt abends oder nachts die Dorfstraße lang gegangen. Und da hat ihn eine Kugel getroffen. Und da sind wir beide, der Vater und ich, nach Kassel gefahren zur Grete. Wir durften dann gar nicht zu ihr. Die wollten es absolut nicht wahrhaben, die Eltern. Und Grete sollte es nicht erfahren. Da war bei Niederzweren ein großes Gefangenlager, da waren Franzosen, riesiges Lager, mit Stacheldraht umzäunt und Soldaten, Militär drumherum. Strömt da ganz Kassel hin, ne? Die wollten alle nur die... Wollten das sehen. Das sehen. Da sind wir mit der Elektrischen hingefahren. Eigentlich wider Willen, aber die Grete sollte es unbedingt nicht erfahren, um sie abzulenken oder... Seid ihr da hingefahren? Da sind wir mit, gib uns nichts anderes übrig, wir sind mit. Haben wir alles so getan, als ob. Es war fürchterlich. Ja, wie wir abends nach Hause kamen, nur unsere Mutter in heller Verzweiflung. Das war ja eigentlich auch nicht richtig von uns. Wir hätten die Grete sein lassen sollen. Es wird die Mutter nun zu Hause ließen und wir beide fuhren weg. Den ganzen Tag ist die nun bestürmt worden, ob es denn wahr ist und so weiter. Da war der Meister und seine Frau und die wollten alle was hören. Und wir wussten jetzt doch selber nichts. Die Zuordnung der gefallenen Soldaten zu den Bäumen ist so überlegt, dass die Himmelsrichtungen auf die Länder hinweisen, wo die Soldaten ums Leben gekommen sind. Also im Westen sind die Gefallenen, die in Frankreich und Belgien zu beklagen sind, wird erinnert im Osten der Anlage an die Gefallenen im Osten, also in Russland und Polen, oder im Südosten, die auf dem Balkan ums Leben gekommen sind, im Norden für Marineangehörige, die halt auf See umgekommen sind und so weiter. Als diese Idee, einen Heldenhain hier oben auf dem Bromsberg anzulegen, bekannt wurde, hat es offensichtlich auch andere Meinungen dazu gegeben. Da waren nicht alle dafür.
Meistens wurde als Argument gebracht, dass es eben zu weit abseits liegt, dass es schwer zu erreichen ist aufgrund eben der Höhe und dass man doch, wie in anderen Gemeinden, eben in Anführungszeichen normale Kriegerdenkmäler errichten sollte, also aus Stein oder Metall. Das wurde hin und her diskutiert. Es gab auch die Idee, den Heldenhain an anderen Stelle anzulegen. Wichtig war aber, wenn man schon einen Heldenhain macht, dann sollte er auch gut sichtbar sein, weithin sichtbar. Und um das zu klären, kam dann die Idee einer Bürgerversammlung auf. Anfang 1923 wurde zu einer Versammlung einberufen, um das Projekt nochmal vorzustellen und zu diskutieren. Zu der Versammlung kamen etwa 100 Bürger. Was da ganz interessant ist, dass die beteiligt werden sollten. Die Obrigkeit gewissermaßen, der Magistrat, nicht einfach das beschlossen hat, das so zu errichten. Zum Schluss, wo dann doch eine ganz große Mehrheit, bis auf wenige, sich für diesen Heldenhain auf dem Bromsberg ausgesprochen haben. Der Bau ging dann relativ schnell. Das sollte dann Himmelfahrt 1923 in einer großen Feier übergeben werden und eingeweiht werden. Nach der Einweihung des Heldenhaines blieb die Idee doch immer noch, dass man eine Gedenkstätte im Bereich der Stadt errichten sollte. Eben aufgrund der Lage des Heldenhaines etwas abseits und oberhalb der Stadt. Diese Diskussionen führten dann dazu, dass doch 8 Jahre später, 1931, ein weiteres Kriegerdenkmal errichtet wurde. Und dazu verwendete man das Gelände des alten Friedhofes hinter der Hospitalskapelle in der Unterstadt. Dieses Denkmal wurde 1931 auch mit einer großen Feier eingeweiht und befindet sich heute noch an dieser Stelle, erweitert um die Kriegsgefallenen des Zweiten Weltkrieges. Heutzutage, es hat dann 2009 eine Art Umwidmung gegeben, man sieht die Anlage als eine Baumkirche, die dann eben auch für Gottesdienste oder für Hochzeiten verwendet wird. Ja, nachher ließ ja die Begeisterung nach. Wie ein Todesanzeichen nach dem anderen kam. Ja, natürlich. Aber es hat keiner geglaubt, dass wir den Krieg nicht gewinnen würden. Ja. In den ersten Monaten haben das wohl alle geglaubt. Später haben sie natürlich, wer da ein klein bisschen von Politik schon verstanden hat, der. Naja, und dann ging der Krieg aber doch nicht siegreich zu Ende. Schlechtlich zu Ende, ja. Und das waren ja schon dann die letzten Jahre schlimm gewesen mit der Ernährung. Ja, eben, auch diese Zeit. Das war doch der berüchtigte Steckrübenwinter. Ja. Von 1917 auf 1918. Wir haben es ja nicht so empfunden. Nicht? Wir hatten Kartoffeln und hatten Brot und da wurde eben Landwirtschaft getrieben, so richtig Landwirtschaft. Naja, es war natürlich grundsätzlich auf dem Lande besser als in den Großstädten. Da kamen die Leute aus der Stadt ab zum Hamstern. Ja, das war ja im Ersten und im Zweiten Krieg dann genauso. Ja. Oder noch stärker. Ja. Ja, wir haben es überlebt. Ja, ja. Hoffentlich nicht nochmal. Naja, wir haben ja sicher nach dem Ersten Weltkrieg auch schon viele Leute gesagt, dass das nie wieder passieren dürfte. Ja, nie wieder Krieg. Ach ja, das war ja alles im Ersten Weltkrieg, gewiss, was ich da erzählt habe.